Oh, Feral. Zwei. Kann doch nicht sein. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die auf dem Gemeinschaftsserver, jetzt in der Stable 1.0. Und die Nacht ist jetzt gleich zu Ende. Ich habe jetzt mal hier in der Nacht den Ofen laufen lassen, um mal zu gucken, ist das wirklich so schlimm, dass da dauernd die Schreierinnen kommen? Also ich habe ja, bin ja noch nicht so weit. Ich habe ja hier ein Level 25 und ein Spielstadium von 56. Vielleicht hat es auch damit zu tun, es war die ganze Nacht weitgehend ruhig. Jetzt erst gegen 1:30 kamen zwei Schreierinnen an. Die habe ich dann von hier oben in Ruhe mit Pfeil und Bogen bekämpft. Die haben zwar auch mal geschrien, aber die haben keine Zombies herbeischreien können. Ja, jetzt seit kurzem ist auch Regenwetter hier. Aber ansonsten war es ruhig, ist also nicht weiter gewesen. Trotzdem würde ich besser das hier nicht laufen lassen, während ich nicht da bin. Das ist ja auch nicht mehr so viel. Ich will nur die Reste noch rausbrennen, weil ich ja sowieso vielleicht umziehen will. Ich warte hier noch auf die Antwort von dem Sascha. Und ja, was ich noch gemacht habe, ich habe mir ein Mini-Moped-Lenker gebaut, ein Mini-Moped-Fahrwerk und habe mir ein Mini-Moped gebaut. Da ist es. Das können wir auch schon mal machen. Ein bisschen Sprit habe ich auch. Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier die Schatzkarte, die ich habe, mal aufdecken, ne? Bevor wir irgendwie umziehen. Dann habe ich das Ding ja hier Eisenspitzhacke gemacht und ich habe auch eine Axt gemacht. Wo ist sie hier, ne? Die, eine Dreier. Aber ganz ehrlich, die Fünfer ist, weil die ja beide ungemoddet sind, eigentlich genauso schnell für einen Baum umzuhauen, aber ich verliere eigentlich so gut wie keine Ausdauer. Bei der Axt ist das anders. Deswegen ist die erstmal noch besser. Solange ich da noch keine Mods habe. Ja, dann würde ich sagen, lesen wir das Ding mal hier. So. Da, 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 da. Vorräte, bla, bla, bla. Gucken wir mal. Wie weit ist denn das? 900 Meter. Jo. Und den hier lasse ich an, oder? Ach, der geht jetzt sowieso aus. Besser ist, ne? Weil das ist Pflasterstein, wenn hier unbeobachtet ist, dann klopfen die sich natürlich da durch. Aber muss das jetzt so ein Schiedwetter sein? So, wollen wir erst einmal Minimoped fahren hier. Mein Gott, beim letzten Mal hatte ich schon Auto und Hubschrauber und alles. Und jetzt muss ich wieder mit... Freue ich mich über das Minimoped. Völlig ungemoddert, wird noch ordentlich Sprit fressen. Ich muss also gucken, dass ich die Spritsparmod auch kriege. Tjo. Fahren wir mal. Habe ich genug zu essen, zu trinken dabei? 6, 9, 9, 9, jo, jo, jo. Ja, einmal habe ich schon vollgetankt. 1000 Liter etwa gehen da rein. So. Wenn ich Licht anmache, geht nicht, ne? Hab ja keins. Fahren wir ohne Licht. Da wird ja keine Polizei kommen, ne? Und die Polizei-Zombies, die spucken. Ob ich jetzt Licht habe oder nicht. Da, schon 2% Sprit raus. Ach du liebe Güte. Wenn ich jetzt einfach mal querfeld einfahre. Ich fahre am besten mal, solange ich die Spritsparmod noch nicht habe und ich nicht unbedingt muss, vielleicht erstmal lieber ohne Vollgas, oder? Ich glaube, da kann ich ein bisschen Sprit sparen bei. Oh, warte mal, ich gucke aber mal eben. Hier rein. Siehste? Diese? Und in das Auto. Und in das andere. Wir müssen Sprit haben. Da hinten läuft ein Zombo. Siehste? Immer diese Asselstullen. Noch bin ich nicht so weit, dass ich die wegschmeiße. Noch esse ich die mit Tee in der Tasche. Geht ja meistens gut, ne? Aber eben nicht immer. Ich finde übrigens, das scheint ganz gut ausgewogen zu sein. Also man kann teilweise 10, 15 von den Stullen futtern, ohne sich da diese Ruhe einzufangen. Kommt der noch? Ja, ich glaube, der kommt. Mal gucken, wer schneller ist. Ah, jetzt habe ich all wieder so ein Zeug. Ich will doch eigentlich nur Sprit sammeln.
Das war an dritter Stelle. Da war wohl jemand, der hat da drin gelassen. Das ist natürlich blöd. Dann können die sich ja nicht nachfüllen, ne? Aber wer weiß das schon so genau? Ja, dann komm doch. Hast mich schon wieder vergessen, ne? Die haben alle Alzheimer, wie ich. Also ich habe ja kein wirkliches Alzheimer, aber ich habe gefühltes Alzheimer. Ich finde mich doch oft manchmal recht tüdelig und vergesslich. Siehste, das ist doch gut. Guck, jetzt haben wir all möglichen Krempel in der Tasche. Ja, doch, der kommt noch, ne? Ne, der geht schon wieder weg. So, weiter. Ich habe schon wieder den Finger auf der Shift-Taste gehabt. Ne? Das geht ganz automatisch. Moinsen! So früh schon unterwegs. Oh, hier sind auch wieder diese Zeitschriften-Dinger. Da muss ich mal eben reingucken. Guten Morgen, eine Bild bitte, Kaffee und Brötchen. Aber hier gibt's nur Zeitungen. So. Und weiter. Also eine Schaufel habe ich auch, eine Eisenschaufel, ne? Die hat auch schon eine Mod drin, diese Totengräber-Mod. Also das sollte dann schon einigermaßen funktionieren. Besser als mit so einer Steinschaufel. Moin! Ja, schrei doch nicht so. Ach, Kevin. Was auch so ein bisschen Mangelware bei mir ist, das ist immer dieses Fleisch, dieses Wildbret, ne? Irgendwie muss ich mal gucken, dass ich mal demnächst, wenn ich ein bisschen besser bewaffnet bin, so ans Ödland gehe, so an die Grenze und vielleicht mal den einen oder anderen Bären schieße, um ein bisschen Fleischvorrat zu haben. Am besten auch, wenn ich dann mal so weit bin, dass ich auch Wildbret und so kochen kann. Boah. So, jetzt sind wir da, ne? Passt. Wo kann das Wetter mal besser werden, bitte? Hier. Hier ist es. Dann machen wir das mal hier hin. So. Da vorne ist schon mal einer. Das ist der Bo. Direkt mal reparieren. So. Dann packe ich schon mal was in das Moped. Ja. Weil das muss ich ja jetzt nicht hier alles mit mir rumtragen. Da. Ist hier noch irgendjemand in der Umgebung? Sonst fange ich nämlich jetzt an zu schaufeln. Und Lehm kann man ja auch brauchen, ne? So ist das ja nicht. Für Pflastersteine, Leer und alles. Zum Einschmelzen. Vor allem das Schöne ist, man muss jetzt keine Warnschilder mehr hinstellen hier oder das Ding wieder zumachen, damit da keiner reinfällt, der hier mal reißt. Das geht ja, haben wir letztens ja mal festgestellt, das verschwindet ja wieder, ne? Ich einmal den Chunk verlasse. Hier kommen jetzt aber keine Zombies, ne, wenn es bimmelt, oder? Nee, bei den Schatz... Bei den Schatzsuchen ist das nicht so. Finde ich auch ganz gut. Das ist aber was anderes. Das ist eben ein Unterschied zu den Grabungsquests. Aber ich bin ja immer so ein bisschen drauf gefasst, ne? Dann geht das schon ganz gut hier mit der Eisenschaufel. Dreier Eisenschaufel mit Totengräbermod. Brauche ich für Sand 2, ne? Hier für Erde, für Lehm. 1. 2, ja, das ist doch schon brauchbar. Und die Ausdauer hält auch ganz gut.
dass ich jetzt nicht dauernd irgendwie Kaffee saufen muss oder so. So, der nächste. Na komm. Soll ich jetzt nicht so ein langes Ding machen? Bimmel, damit ich weiß, wo ich weiter nach unten graben muss. Ja, das zieht sich mehr hier in die Richtung. Ich habe es fast befürchtet. Boah, ist das duster, ey. Komm, Wetter. Ich hätte jetzt gerne bitte schöneres Wetter. Obwohl, es ist 3 Uhr morgens, ne? Das wäre so gar nicht meine Zeit. Oder es wäre dann so meine Nochzeit, nicht meine Schonzeit. Wir müssen mehr in die Richtung, ne? Über 1000 Lehm schon. Ja, es hat ja auch jetzt erst zum Ende der Nacht angefangen zu regnen. Bis dahin war das ganz gut klar. Naja. Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Der Regen ist vorbei. Und Durst. Trinken wir halt einen Schluck. Ich habe ja bei mir den Sammler, den Tauwassersammler. Guck mal, wie da hinten das gebuddelt hat. War alles für die Katz. Den Tauwassersammler am Dach stehen. Der hat ja schon den Sammler und diese Plane. Und dann habe ich ja unten in dem kleinen Gitterkäfig nochmal 3 Sammler stehen. 2 haben gar nichts und einer hat den Sammler. Und mit der Ausrüstung muss ich eigentlich sagen, komme ich ganz gut aus. Wenn ich denn immer regelmäßig auch die Gläser da raushole, ne? Und dann abkoch. Also das funktioniert ganz gut. Jetzt habe ich auch noch Hunger. So. Jetzt muss man so langsam hier was kommen. Ja, das sollte dann wohl so in der Gegend sein, da. Da ist er. Jetzt muss ich den aufmachen. Verschlossen. Ja, ja, ja. Da habe ich ja dieses Dingelchen jetzt hier. Das sollte ja schon ganz gut sein. Da ist auch ein Mod drin. Eisenbrecher-Mod. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Na komm. So. Oh, 5000. Jedes Mal etwas über 100. Boah. Da geht aber die Ausdauer doch runter, ne? Gehe ich gleich mal oben gucken, ob nicht einer in der Nähe ist. Nicht, dass der mich genau erreicht, wenn ich gerade total außer Puste bin. Guck mal, wir schon mehr als die Hälfte weg. Ganz schön tief gebuddelt hier. Alles friedlich. Alles lieblich und friedlich. So. Nee. Oh. So, was gibt's denn hier? Oh, wow, das ist eine Menge. Guck mal hier. Das hat sich aber gelohnt. Also die letzten, die ich da hatte, die waren nicht so gut. Für mich ist das viel jetzt.
Weil ich sowieso nicht so viel Kohle habe. Oh ja, da könnte man ja bald was einkaufen. Da könnte man ja mal gucken, ob man bei anderen Händlern was kriegt. Ich brauche echt eine bessere Waffe. 5, 7, ja, und das gibt nochmal 650. Sind wir über 6? Zu Hause habe ich, glaube ich, noch so 2. Sind wir bei 8000? Gut, der Schmelztiegel wird es noch nicht sein, aber. Naja. Wo sind wir denn hier eigentlich? Da. Und wir wollen da hin. Da, jo. So, hier ist jetzt das Loch. Ich fahre mal ein Stück weg. Mal gucken, ob das wieder verschwindet. Ich fahre nochmal eben zurück. Sonst mache ich da nämlich Warnklötze hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt weit genug war. Nee, noch ist das Loch da, guck. Ich mache vorsichtshalber mal hin, aber ich denke mal, dass die verschwinden, ne? So, pass auf. Vorsichtshalber. Na? Dass da keiner reinfliegt. So, ab nach Hus. Eigentlich könnte ich ja erstmal zum Händler fahren und das Silber verkaufen. Wo ist er denn? Da, ne? Der wäre da. Müssen wir ganz woanders lang. Über die Berge. Na, 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 ich gebe mal Vollgas. So. Irgendwie ist das Fahren angenehmer geworden jetzt im Vergleich zu den alten Fahrzeugen. Man fährt sich nicht so oft fest, das rappelt nicht dauernd und ja, also ist schon angenehmer. Hallo, Bo. Der Bo, der Bo, der muss aufs Klo. Dann geh doch zum Sascha, der hat eins. Da ist er gerade übrigens rechts zu sehen. Naja. Also waffenmäßig müsste ich ja eigentlich zu dem Händler im Schneegebiet, aber ich habe noch keine Ahnung, wo das Schneegebiet ist. Ich weiß wohl, da wo ich jetzt meine Base habe, in der Nähe ist das, wo ist denn die Tür? Hier. Da ist ja das Ödland und da kommt man auch in den verbrannten Wald und dahinter weiß ich ja von Erzählungen der anderen, dahinter ist ja dann auch. Warte, habe ich hier was drin, was ich abgeben kann? Ja. Ist dann auch die Wüste, aber Schneegebiet weiß ich noch gar nicht, wo das ist. So gar keine Ahnung. Hier noch was zum Verkaufen? Nö, eigentlich nicht. Das wird noch vertickt. Das wird vertickt. Schockstabteil ist auch nicht so meins. Wird vertickt. Hier die, wenn er die nimmt. 4 Taler! So. Ja. Ach so. Ich bin früh dran. Das war jetzt genauer Punkttreffer. Aber erstmal noch die Birne angehauen an der geschlossenen Tür. Finde ich so auch viel angenehmer als früher, wenn man dann so weggebeamt wurde. So Bioing, 20 Meter weg. Hä? Was denn jetzt? Ach so, ja. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Well, Ja, ich look at bring this Geld, hat aber to show erstmal the gib du mir face again. welches. Guck mal, 6,5. Was hast du denn hier so? Was, nächste Mal, Tag 25 wird aufgefüllt, okay.
Das wäre nochmal Sache, aber ich komme eigentlich klar mit dem erstmal. Das ist was für später. Ja, nee, sonst hast du hier nichts, was mich so wirklich interessiert. Da, 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 da. Nö. Nö. Cha-ching. Ja. Thanks, buddy. Ich habe doch gar nichts gekauft. Ich habe doch verkauft. Ja, gut. Dann würde ich sagen. Ah, weißt du was? Ach, komm, wir nehmen eine Quest an. Gib mir mal eine Quest. Hä? Finde ich jetzt komisch. Wieso nicht? Weiß das wer? Was war denn? Hatte ich nicht schon eine angenommen? Lass mal eben was gucken hier. Ah, ja, pass auf hier. Die hatte ich doch schon angenommen. Die war jetzt nur wegen dem Schatzkartengedönsel erstmal ausgesetzt. Ja, dann brauchen wir nie wundern. Ja, das ist ja dann klar. So, können wir da auch eigentlich hinfahren? Ne? Ich bin zu voll. Ich fahre eben nach Hause leer aus. Und dann machen wir die. Wird das noch was? Ich glaube nicht, ne? Ich mache das so. Ich fahre jetzt nach Hause, damit wir die noch machen können. Ich fahre jetzt nach Hause leer aus und dann fahre ich dahin und dann hole ich euch dann da wieder dazu. Ich glaube, das ist doch ein Deal, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe gerade hier nur so ein Häschen klein gehauen, aber so also ein paar Sachen auch schon da reingetan. Aber hier großartig zweimal looten geht nicht, weil ist schon leer gelootet hier. Dann wollen wir das Ding mal annehmen. Kein Auto. Na ja, gut. Vielleicht ist ja eins in der Garage. Nee, nur eine Gammelstulle. Ach, dann können wir schon aufmachen. Da ist jetzt wer? Nicht einmal von dem lauten Tor wach geworden. Da siehst du. So. 22 Meter und weiter oben ist unser Tornister. Irgendwo. Komm, forge ahead. Ach, Mann. Ich brauch die doch noch. Ich habe immer noch keinen Zementmischer. Hast du meinen Pfeil? Guck mal, du hast einen Pfeil im Kopf. So, Zement nehmen wir auch mit. Den hatte ich übrigens gerade schon mal abgeklopft. Das ist so verdächtig. Nee, nee, aber da sind auch Kisten hinten. Das hätte man das mal machen können, ob da vielleicht was anderes ist, ne? Guck mal, da haben wir auch noch mal Zement. Oh, ja, 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 ja. Die waren gerade in der Ach, da auch noch so ein Dicker hier. Der dauert jetzt ein bisschen. Eins. Zwei. Aua. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So, sechs Stück brauchte der. Und ich habe auch einen auf die Nuss gekriegt. Ja, Steine im Mülleimer. Das ist natürlich toll. Jetzt haben wir aber das Minimoped. Da geht dann schon mal einiges mehr rein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wo? Ah, da. Oh, der erste Ferale. Bleib endlich liegen. Erste Mal, dass ich einen habe. Ehrlich, ist der erste. Ich meine, ich glaube, ich hatte schon mal einen draußen nachts vor der Tür, aber so in der Quest ist das der erste tatsächlich. Mit seinen Lampenkuckerchen. Na, das wollten wir nicht. Hier, das wollen wir haben. Das ist irgendwie neu, das kenne ich gar nicht hier, ne? Hier mit dem. Oh, da ist ein Hündchen. Treffe ich den genau? Jupp. Oh, guck mal, Pilzkies. Erstmal den Pfeil einsammeln. Klong. So, gib mir mal die Pilzkies her.
Den Plastik lassen wir da liegen. Hier haben wir noch was. Ja, ist einiges an Zement. Das brauche ich dann nicht an Steine einschmelzen. Ist das offen? Ja. Kommt da noch was? Nö, da geht's raus, ne? So, dann bauen wir das Ding auch ab hier, oder? Aber sichi. Machen wir es gründlich. Ja, komm, jetzt bleib ordentlich. Wenn alle Stricke reißen und wenn ich jetzt wirklich mal kurz vor Wechsel beim Händler, dass der neue Ware kriegt, eine gute Waffe findet, die ich noch nicht kaufen kann oder so, dann würde ich auch eventuell so ein paar mechanische Teile und so Sachen verkaufen, um die Kohle kurzfristig hinzukriegen. Aber guck mal, da ist auch ein Schalter da vorne. Ein Schaltersymbol. Ist aber komisch, da ist ein und da. Bisschen eigenartig, ne? Hier, die Rohre, die kann man doch auch gut mitnehmen, ne? So. Guck mal, es gibt 8 Stück. Brauchte ich auch einige. Hier zum Beispiel für das Mini-Moped. So, jetzt haben wir es doch gemacht. Tonk. Ja gut, dann gehen wir jetzt aber darauf. Aber erstmal ausladen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen hier. Kriegen alles rein. Alles, alles, alles. Ich glaube mal, da ist das hier wahrscheinlich besser. Aber warte mal, die Rohre, ne? Lass mich mal vorsichtshalber 2 Stück davon mitnehmen. Wenn das brenzlig wird und ich schieße und mir dann die Waffe kaputt geht, dann... Obwohl, die ist noch ganz repariert. Dann ist das echt oll, wenn man dann kein Rohr dabei hat, ne? So. Dann wollen wir mal. Gleich einen auf die Nuss hier. Lass dich vom Fenstersims aus verprügeln. So kann das gehen. Was haben wir denn hier Schickes? Oh, die sehen aber schön aus. 2er Nomadenstiefel. Guck mal, die wären deutlich besser erstmal, ne? Laufgeschwindigkeit. Rüstungswert haben sie was. Haltbarkeit sind sie besser. Ich weiß gar nicht, welche ich gerade anhab. Ne, da muss ich gucken. Bergarbeiterstiefel, ja, die sind natürlich... Und die sind gemoddet schon. Die nehme ich mal mit. Ich muss die jetzt nicht gleich tragen. Ich habe mich da immer noch nicht... Ich hatte einfach keine Lust bisher, ne? Mich da genauer mit auseinanderzusetzen. Was jetzt am besten ist an Ausrüstung, wofür und... so eine Absperrung finde ich immer oll. Wo müssen wir eigentlich hin? Nehmen wir erstmal was essen. Pass mal auf hier. Was bringen die eigentlich? 36. Ja, esse ich jetzt mal gleich 2, dann habe ich auch länger Ruhe. So, noch ein Wässerchen drauf. So, 6,7 Meter? Aber weiter oben. Hallo? Hodendach! Ja, ja. Kann man schön von hier aus looten, guck mal. Komm ich dran, jo. Komme ich auch an das Klo? Nur wenn ich reingehe, ne? Das ist bestimmt verschlossen, jo. Ja. Ah! So, zerlesen. Das haben wir, da kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir jetzt nicht weiter. Wo sind wir hergekommen? Wir sind hier reingekommen, ne? Dann ist...
Da müssen wir die Tür da aufmachen. Da ist die Leiter nach oben. Ist das jetzt vielleicht tatsächlich so, dass man auch mal was kaputt hauen muss? Oder meinen die, geh mal hier raus. Geh mal hier raus und geh mal da wieder rein. Ja. Meistens ist es nämlich so, wenn man den genauen Weg folgen will, und das sollte man zumindest tun, wenn man eine Säuberungsquest hat, damit man auch alle erwischt unterwegs, dass man ohne irgendwelche Türen aufbrechen zu müssen. Hä? Ach, der steht vor der Tür, ne? Bin ich schneller mit dem Looten, bevor der hier drin ist? Komm rein! Ach, Bo! Oh, jetzt hau ich noch daneben, ey. Voll in die Nüsse! Ja, tut weh, ich weiß, aber Mut hat Mut, ne? Jetzt sind wir auf der anderen Seite, hilft auch nichts. Die haben sich ja was einfallen lassen. Ich will doch nach oben, jetzt geht's hier erstmal nach unten. Ja. Das hasse ich immer, das hasse ich so. Weil wenn du da reinspringst, dann kann das leicht passieren, dass da richtig die Apokalypse losgeht. Aber ihr wollt das, ne? Keine Apokalypse. Aber kann ja noch kommen. Tools the guest. Nicht zerlegen klicken, das passiert so schnell. Die anderen arbeiten immer mit diesen Buchstaben, mit A und W und S, aber da haue ich noch öfter daneben. Ich mache das, glaube ich, lieber so. Was liegt denn da drauf für ein dicker Brocken am Tisch? Ist eine Chemiestation und sowas, ne? Oh, hier sind aber noch Heizkörper. Das ist schon mal gut. Ein Kleber. Moinsen! Ah, da haben wir noch einen wachgerufen. Kann ich auch. Ah, da ist was. Noch einer. Kriegst du genau so was auf die Nuss wie dein Kollege. Wie der denn, wie das Leben ausgehaucht hat jetzt. Ne? Oh, das ist schon irgendwo gruselig, ne? So, was ist hier? Gedöns. Gedündeldöns. Ach, da haben wir nochmal das. Soll ich vielleicht erstmal ausladen? Ich bin schon wieder rappelvoll. Ja, noch nicht ganz, ne? Ich will aber erstmal. Sind wir vielleicht auch an so ein paar Heizkörpern schon vorbeimarschiert? Noch mehr. Stühlskies. Die kann man gar nicht sehen. Ach, jetzt sind sie da. Das ist manchmal. Kann man das einstellen, dass es nicht so transparent ist? Nee, oder? Pass mal auf, holen wir uns das Leder auch hier. Guck mal, zwei. Ich habe nicht auch einige verbraucht jetzt. Habe ja auch den Blasebalg habe ich auch gemacht und schon reingetan. Guck mal, das hatten wir gar nicht. Benutzen. Guck mal, da haben wir noch so ein Ding. Ist hier noch ein Heizkörper, den ich nicht gesehen hatte? Nee, oder? Na gut, hier rum. Boah, ist das kahl hier. Habe ich ganz schön aufgeräumt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, bevor jetzt die letzten Updates kamen, aber schon nach der 1.0 waren die echt schwerer geworden. Die feralen Zombies schon in Zweier-Quests und richtig viel. Und das war so brenzlig manchmal. Ja, auch in Dreier, da musste ich aufpassen, dass ich den Scheiß überlebe. Und ich hatte deutlich bessere Waffen als jetzt. So, mach mal auf das Türchen hier. Siehst du? Können wir auch leicht zum Moped. Hier, ach, jetzt geht's noch in den Keller. Wir müssen aber nach oben erstmal. Ich möchte da erstmal.
meine Kiste holen. Und dann, wenn man dann sterben kann, wenigstens ist sie wenigstens nicht gescheitert, die Mission, ne? Aber ich möchte ja den Weg einhalten, aber komm, wir holen die Kiste, oder? So. Mehr ist nicht. Da ist die Karre voll. Mal nach oben räumen, da kann ich das besser übersehen. Naja. Ich muss dafür nach oben. Und, aber ich soll hier in den Keller. Das kann ja eigentlich nicht mehr viel sein, oder? Hier unten noch der Endloot. Nochmal richtig die Schlacht des Jahrhunderts. Naja, in der Zweierquest dürfte das jetzt nicht so wahnsinnig brachial werden. Hallo? Jemand zu Hause? Partykeller? Ich höre da schon was. Bist du alleine? Nee, nee. Da kommt Ömmes noch. Oh, das ist eine tickende Bombe hier. Aufgepasst. Hier der Kochtopf, der da steht. Das ist so eine Falle. Da muss man echt aufpassen, dass man den nicht einsammelt oder so. Vielleicht bin ich zu nah noch, ne? Hä? Siehste? Ja. Guck mal, da liegt noch ein Pfeil. Wie, der ist von der Explosion nicht kaputt gegangen? Alle Achtung, das nenne ich mal ein Pfeil. Was haben wir da eigentlich jetzt? 25? Naja. Noch eine Chemiestation. So ein Messbecher da drin wäre doch mal eine Maßnahme, ne? Ja gut, Säure ist auch nicht schlecht. Hier hat einer aber wahrscheinlich irgendwie Crystal Meth gekocht oder sowas. Zwei. Ich sag ja, manchmal kriegt man gar keine, manchmal kriegt man vier Stück. Alter, boah, nochmal Säure. Hier ist richtig was los. Guckt ihr da dann her? So, jetzt haben wir hier aber alles aufgeräumt, ne? Wasser. Viermal dankt. Da liegt wer? Kann ich da so dran vorbeischießen? Ah, den treffe ich aber nicht in den Kopf von hier aus. Ah ja. Doch. Dot. Hat gleich sein Säckchen geschmissen. Ist ärgerlich, hatte ich schon mal gesagt, ne? Oh. Wo? Feral? Nö. Die sind auch gut. So. Chemiestation. Da gibt's noch mal einen Pfeil. Ja, das schmeiße ich jetzt raus hier. Guck mal, eine Zweierschaufel. Noch eine Chemiestation. So. Das Ding ist auch mal leer. Hier hat er gehockt. Was ist los? Oh, das hat aber jetzt dann lange gebraucht. Dieser Leck, das war früher nicht so. Das Leck beim Öffnen von irgendwelchen Containern. Ah, jetzt kommen wir bis ganz nach oben. Okay, pass auf, dann bringe ich aber erstmal, falls da noch irgendwer Zeug ist, denn wahrscheinlich ist der Endloot dann da oben. Das war es ja wohl nicht hier. Bringe ich jetzt erstmal was raus. Ich glaube, ein bisschen was kriegen wir noch ins Auto. Da.
Wenn da doch die Straße ist, wo macht man denn die Treppe zur anderen Seite? Das ist doch total blöd. Ja, siehst du? Ist schon besser. Guck mal, den Blödsinn müssen wir nicht da drin haben. Da packen wir lieber die Säure da rein. So, wir haben immer noch nicht unsere blöde Kiste gefunden. Aber ich weiß ja, die oben ist so. Wie geht's jetzt in den Keller? Hier. Keller, Keller. Hier. Und hier in der Dusche. Na oben. Oh, jetzt lass mich doch mal da ranspringen. Hopp. Da oben gibt es jetzt wahrscheinlich gut aufs Maul. Weiß ich nicht, habe ich so ein Gefühl. Hat man ja gerne. Uiuiui. Hunde auf dem Dachboden, ne? Hm. Oh, Feral. Zwei. Kann doch nicht sein. Ey, wieso geht der nicht kaputt? Ich kann da draufhauen, das juckt den überhaupt nicht. Der fällt nicht mal nach hinten. Wow. Ich hab's geahnt, dass hier noch lustig wird. Ja, dieses Gewehr ist nicht so der Oberbrüller. Und das braucht ewig zum Laden. Da oben steht meine Tasche. Bin ich jetzt eigentlich fertig dann? Ah, ich muss ja gar nicht, weiß das ja gar nicht. Muss ja gar nicht säubern. Lass jetzt mal das Ding holen hier. So. Hat gut aufs Maul gegeben jetzt. Und sonst nichts. Da ist doch noch eine Tür. Ist doch klar, dass ich mir die angucken muss. Oh, da sind bestimmt noch Zombies hinter. So. Ah, die Zeit ist abgelaufen. Ich sehe es gerade. Aber das wollen wir da jetzt noch wissen, ne? Ui! Ein Schuss noch! Wow! Da kann man mal sehen, dass man mit so einem selbstgebauten Maschinengewehr echt nicht viel anstellen kann. Ein Zombie. Und trotzdem reicht nicht. Noch einer. Was ist das denn? Predigerstiefel. Oh, dann hätten wir schon zwei, ne? Guck mal, die sind richtig gut. Die ziehe ich mal an. Und dann müssen wir die aber hier verändern. Und dann packen wir... Ah, ich will das immer da rausnehmen. Da. Abschließen. So. Verändern. Und das rein. Gut. Machen wir gleich. Erstmal holen wir hier das Zeug. Gott, was wieder viel. Dö. Prediger Handschuhe, guck mal. Was haben wir hier da drin? Verändern. Da ist auch so ein Ding drin. Abschließen. Nein, da. Handschuhe. Verändern. Rein. Ja, das müssen wir auch mal richtig skillen. Dann brauchen wir das nicht mehr dafür benutzen. Oh, meine Rüstung ist schwach.
Da muss ich hier das jetzt mal. Warte, muss ich ausziehen für, ne? Lass mich das lieber eben machen. Und da, das ist einiges schwach. Wie kann ich das denn reparieren? Boah, mit Reparaturkit. Das ist teuer. Geht das schwach jetzt weg? Denn die auch nochmal. Das war teuer. Aber jetzt ist das schwach weg. Gut. Der ist leer. Munition. Tch. Ich habe ganz schön was rausgeballert jetzt hier. Naja, das ist gut. Jawohl. Ja, selbstgebautes Maschinengewehr. Ach ja. So. Hier haben wir auch noch was. Was ist das eigentlich? Ach so, Nitrat. Oh, nimm mit. Verschlossen. Ja, das wird das sein, ne? Naja. Kommt denn jetzt noch ein Geier an hier oder sowas? Au! Da muss ich wohl in die Richtung. Aber was soll ich hier? Kann ich nur schneller raus, ne? Guck mal, ganz oben auf der Spitze stehen. Aber ich will noch mal. 30 gibt das, ne? Das passt genau. Guck mal. Ich kann auch warten. Geht von alleine. Ja. Dauert nur ein bisschen. So, wo kann ich am besten runter? Ist ein bisschen hoch, ne? Ja, ging aber. So. Schwupp. So. Ja, dann ab nach Hause. Erst zum Händler abgeben und dann nach Hause. Würde ich sagen. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Bin ich schon ganz gut dabei, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also noch 3 Stück. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann, ja, machen wir irgendwas. Wahrscheinlich umziehen. Oder so. Oder ich habe dann vielleicht schon umgezogen. Weiß noch nicht genau. Bis dann, bye bye, tschüssi.